Ja. vorgebaut, weil ja die Edothek im 8-Punkte-Plan verankert tragendes Element ist. Martin hat ja gestern auch schon darauf hingewiesen, wie sich die Suche und so jetzt gestaltet. Und Margit, ich bitte dich jetzt dahingehend um deinen Input. Bitte Ja, sehr. gerne. Nur ein Hinweis, vielleicht schaust du noch kurz in den Chat und kannst das vielleicht im Chat beantworten. Da gab es schon noch eine Ja, Frage. passt. Danke für die nette Anmoderation. Wir haben also jetzt die Gelegenheit, dass ein bisschen die Fortschritte, die auf der Edothek sich getan haben, zum Vorschein kommen. Wir haben im letzten Schuljahr auf Hochtouren gearbeitet. Mein Team besteht eigentlich nur aus 4 Personen. Wir haben uns aber immer wieder von anderen Personen Hilfe geholt, nämlich von Fachkolleginnen und Kollegen, die wir im Rahmen eines erweiterten Redaktionsteams immer wieder auch engagieren, damit sie uns erstens einmal diese Lehrplanzuordnungen machen können, die fachlich ja eher wirklich das Wissen des Fachkollegen erfordern und gleichzeitig auch hilfreiche neue Links einpflegen oder neue Unterrichtsszenarien, je nachdem, was sie eben im Fundus haben. Und dadurch ergibt sich, dass wir einfach ganz viele wertvolle Materialien zum Erarbeiten, zum Üben, zum Festigen, aber auch zum Erklären in der Edothek vorrätig haben. Und ich möchte jetzt so ein bisschen nur diese Fortschritte, die eben seit dem Tag Null der Edothek passiert sind, ein bisschen herausstreichen und ein paar mögliche Ansätze geben, wie man gute Materialien, die zum Lehrplan passen, finden können. Dafür gebe ich jetzt meinen Bildschirm mal frei. Die Präsentation werde ich auch in die Nachlese geben. Und wie Sie auch wissen, ist ja diese Anreicherung zu den Lehrplänen, Lehrplanzuordnungen ein Punkt im 8-Punkte-Plan. Das wurde auch gestern vom Martin Bauer vorgestellt. Und jetzt wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen zu dem. Dazu habe ich einmal einen Screenshot gemacht von diesem Startbildschirm. Sie kennen alle die kuratierten Mappen. Das sind diejenigen, die hier die kleinen Bildchen drauf haben, wo wir eben auch bildlich ein bisschen unterstreichen, welche Altersgruppe dahinter steckt. Und das sind eigentlich die Mappen, mit denen wir begonnen haben. Es war ja zu Beginn der Lockdowns notwendig, dass wir sehr schnell reagieren und gute Materialien für jede Schulstufe zur Verfügung stellen. Und das ist eben hier in diesen kuratierten Mappen, die das Redaktionsteam zusammenstellt, noch immer enthalten. Das heißt, man kann sich auch hier orientieren nach Schulart, nach Schulstufe, nach Gegenständen, aber auch fachübergreifenden Dingen. Und man hat auch die Möglichkeit, hier Angebote speziell für Lehrende in Anspruch zu nehmen. Auch das ist etwas, was schon zur Stunde Null da war, wo eben der Fokus drauf liegt, dass man eben Sammlungen hat, wo Lehrkräfte dann wirklich auch die Kompetenz zur Auswahl benötigen. Das ist also ein Bereich, der den Lehrenden vorbehalten ist. Die anderen kuratierten Mappen kann man natürlich auch gerne als Mappenlink an Schülerinnen und Schüler weitergeben. Und ganz neu, und da beginne ich ganz oben, ist dieses POTS-Login. Das POTS-Login ermöglicht, dass man mit den Zugangsdaten, die man auch im Serviceportal verwendet, und die momentan die Bundeslehrer haben, aber das wird sicher auch erweitert auf die Landeslehrer, dass man hier eben auch einen Login vornehmen kann, der eben verschiedene personalisierte Services noch ermöglicht.
Das wichtigste Service ist, dass man hier auch Mappen für sich selbst erstellen kann, die eben dann in diesem privaten Bereich verfügbar sind. Ich habe Suchergebnisse und kann mir die eben zusammenstellen und kann die dann auch wieder aufrufen. Und ich kann sogar diese Mappenlinks von meinen persönlichen Mappen auch an Schülerinnen und Schüler weitergeben. Dann habe ich die Möglichkeit, auch zu bewerten oder zu kommentieren. Das Ganze war ja von vornherein so geplant, dass wir die Crowd sozusagen dazu auch animieren, uns zu helfen, die Datenbank aktuell zu halten, auch die Qualität der Datenbank zu sichern. Und das kann man eben, indem man Sterne vergibt für besonders gute Items und auch kommentiert, wenn irgendetwas nicht in Ordnung wäre oder auch natürlich positives Feedback geben. Und es gibt ganz wenige Inhalte, zum Beispiel die SAP-Lernvideos, die nur mit diesem Login sichtbar sind. Das benötigen aber derzeit auch nur die Bundeslehrer in den BHSen. Und deswegen ist das auch nicht problematisch. Sonst ist alles frei zugänglich, was wir in der Edothek verankert haben. Und Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Suchen zu starten. Zuerst einmal die Schlagwortsuche, ganz normal. Die kennen Sie auch von Google. Und man kann dann mit Filtern noch einschränken nach Bildungsstufen oder Themenfeldern. Damit sind die Gegenstände, aber auch die fächerübergreifenden Kompetenzen gemeint. Und man kann auch nach Inhaltstyp, zum Beispiel Video oder interaktiv suchen, damit man eben ganz spezielle Items herausfindet. Und diese Lehrplanbezugssuche, die ist eben jetzt gekoppelt mit dem Komet-Rastern. Wir haben also die Komet-Raster praktisch in die Edothek hinein integriert. Derzeit ist das für die Primarstufe und Sekundarstufe 1 mal vollständig erfolgt. Und wir sind jetzt gerade dabei, auch die Sek 2 zumindest zu beginnen. Das ist natürlich ein Riesengebiet, ja, überhaupt wenn man an die BHSen denkt, die eine ganze Vielfalt an Gegenständen und Lehrplänen hat. Aber wir beginnen einmal mit der AHS Oberstufe. Wir beginnen mit der PTS, also Poly. Und wir haben auch für die kaufmännischen Gegenstände schon begonnen, für die Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, da die Raster einzupflegen. Und es ist also praktisch jetzt im Gange, dass das in dem Semester noch erste Blüten zeigt, sozusagen, erste Wirkung zeigt. Ja, wir haben eben auch noch da unten einen Bereich, den wir versuchen aktuell zu halten. Da wird immer darauf hingewiesen, was vielleicht an aktuellen Themen gerade so los ist. Sehr viel auch in Richtung Geschichte, politische Bildung, aber eben auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Und da wird eben immer wieder ein Schlagwort hergenommen. Und wenn man da auf diesen zusätzlichen Button drückt, dann hat man eben auch die Vorschläge. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Edothek hinein, dass Sie das auch sehen können. Ja, also das ist jetzt die Live-Ansicht sozusagen. Und wenn man dazu den passenden Materialien anklickt, dann kommt man eben auf die Vorschläge, die vom Redaktionsteam hier für diesen Themenbereich erfolgt sind. Ja, was gibt es noch an ein bisschen Insiderwissen zu vermitteln? Sie sehen hier noch einmal die Inhaltstypen aufgelistet. Die haben wir mit kleinen Icons auch versehen. Und wenn man jetzt eine solche Mappe vor sich hat, hat man einerseits da Icons für die Mappe. Und dann, wenn man in die weiteren Mappen, also tiefer hineinklickt in die kuratierten Mappen, kommt man dann zum Schluss auf die Übersicht und kann dann eine Detailseite aufrufen von so einem Item. Und ich habe hier zum Beispiel dieses Teach360.at gewählt. Das hat der Kollege Weichshofer mit einer Möglichkeit
Virtual Reality zu zeigen, für seine Volksschulkinder erstellt, wo er eben dadurch, dass er keine Exkursionen zu Bauernhöfen zum Beispiel mehr machen kann, das eben so gelöst hat, dass er dann dort gefilmt hat. Und die Kinder sehen das in Form eines Videos und haben dann die Möglichkeit, ein ähnliches Erlebnis mitzumachen. Also das wäre nur so ein Beispiel. Was habe ich Ihnen für Schmankerl zu bieten? Ich habe schon begonnen mit der Volksschule. Also da haben wir natürlich umfangreiche Materialien in diesen kuratierten Mappen zusammengefasst. Also wir haben hier die Lernmaterialien gegliedert nach den verschiedenen Gegenständen und auch übergreifende, auch Dinge, die eben als Unterrichtsprinzip da sind, so wie die Mehrsprachigkeit beispielsweise oder die verbindlichen Übungen. Und da drinnen sind natürlich, wir werden das wahrscheinlich auch jetzt ergänzen, auch die Elemente der digitalen Grundbildung. Das wird dann immer wieder auch ergänzt, erneuert. Wir sind eben dran, da möglichst aktuell zu arbeiten. Auch Deutsch als Zweitsprache hat ein umfangreiches Angebot. Und da kann man auf jeden Fall aus dem Vollen schöpfen. Das nächste Thema, das wir dort auch veröffentlichen werden, wird der Advent sein, also wo man Materialien für die Kinder findet zu diesem Thema, das da ansteht. Ja, wir haben natürlich auch speziell für die digitale Grundbildung kuratierte Mappen erstellt. Die kennen Sie vielleicht. Da gibt es eben dann auch eine Möglichkeit. Das hat jetzt nicht funktioniert. Na, das will nicht. Gut, digitale Grundbildung kann ich eigentlich auch in dem Hauptbereich der Edothek zeigen. Also das wäre jetzt in der Sekundarstufe 1, wo wir dann eben die Übersicht haben über die Gegenstände. Und Sie sehen da die Mappen, die hier schon nach den einzelnen Teilbereichen der digitalen Grundbildung gegliedert sind. Wenn ich da jetzt das Computational Thinking beispielsweise aufrufe, dann habe ich die umfangreichen Materialien hier zur Verfügung und kann eben da ganz gemischte Dinge auch anwählen. Teilweise sind es Tutorials, teilweise sind es Arbeitsblätter oder Kurse. Es haben auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen die E-Tapas zu diesem Thema erstellt. Die findet man auch hier drinnen. Und ich glaube, da findet man wirklich eine umfangreiche Sammlung, aus der man voll schöpfen kann. Ja, Deutsch als Zweitsprache habe ich schon erwähnt. Also da sind wirklich gute Ressourcen drinnen. Da haben wir auch mit der Mitmachaktion vom ÖAD gearbeitet. Und da gibt es zum Beispiel auch Materialien, die eben ganz speziell für verschiedene Themenbereiche für Deutsch als Zweitsprache erstellt wurden. Schauen wir mal da kurz rein. Ja, also hier sehen Sie sehr, sehr viele Materialien, eben auch diese DATS-Lernpakete, die ich gerade angesprochen habe, aber auch Website-Empfehlungen sowie das Deutsch für alle. Und da findet sich eben zu den einzelnen Thematiken auch eine Übersicht. Wir haben eben auch noch die Möglichkeit, dass wir die Mathematik sprachsensibel gestalten. Auch dazu gibt es viele Materialien und da haben wir wirklich auch sehr fundierte Dinge, Videos. Malle Schädler hat, glaube ich, gestern am Abend noch dazu auch referiert in ihrem Mathe für alle Bereich und da kann man eben auch aus dem Vollen schöpfen, gerade wenn es darum geht, dass man eben mit einem begrenzten Sprachwortschatz
auch Dinge aus diesem Bereich erklären kann, sehr eindrucksvoll mit vielen Videos, die auch als Videos einzeln eingepflegt wurden bei uns. Ja, wir haben natürlich auch zu den einzelnen Gegenständen umfangreiche Materialien. Ich mache das jetzt nicht auf. Ich glaube, Sie haben gesehen, dass man das eben in den einzelnen Bereichen der kuratierten Mappen auch findet. Geschichte, Sozialkunde, politische Bildung, also ganz, ganz ausführliche Dinge mit Österreich-Bezug, das ist das Wichtigste. Man findet natürlich sehr viel im Netz auf Google, aber wir haben eben darauf geachtet, dass da wirklich der Österreich-Bezug da ist, damit man das Material gut im Unterricht einsetzen kann. Was noch hier zu empfehlen ist, ist auch die Finanzbildung. Da wurde eben von der Österreichischen Nationalbank eingepflegt. Und da haben sie umfangreiche Materialien zur Finanzbildung für die Sekundarstufe 1 und auch das Ganze auch natürlich im Bereich der Sekundarstufe 2. Da sind wir jetzt gerade dabei, auch das anzureichern mit den Lehrplaninhalten. Das sind natürlich auch größere Plattformen wie das Flip der ersten Bank dabei oder eben die Broschüren der Schuldnerberatung. Also da können Sie auch aus dem Vollen schöpfen. Wir haben hier noch eine Möglichkeit, das Lesen und Verstehen in der Sekundarstufe 1 auch zu begleiten. Das ist oft ein Thema, das da ansteht bei den Schülerinnen und Schülern. Und wir haben eben auch eine sehr fundierte, große Menge an Materialien. Akustische Chronik des 20. Jahrhunderts, das ist eben eine Sammlung, eine Mediathek und die bietet auch sehr viele Unterrichtsmaterialien. Sie kennen das vielleicht. Ich mache es mal kurz auf. Wir haben hier eben vor allem Zeitgeschichte als Thema. Da gibt es Audios, Videos, also Unterlagen, mit denen man den Unterricht sehr bereichern kann. Also durchaus empfehlenswerte Materialien. Und ich habe auch natürlich auch die Website der Demokratie-Webstadt des österreichischen Parlaments drinnen. Es gibt auch natürlich überschneidende Materialien, die zum Beispiel Deutsch und die digitale Grundbildung betreffen, Hörspiele zum Beispiel, die eben da als Unterrichtsszenario, irgendwas ist da mit meiner Verlinkung passiert, zur Verfügung stehen. Aber Sie finden das alles natürlich auch mit den Schlagworten. Also wenn ich jetzt beispielsweise Hörspiel als Möglichkeit hineingebe, eine Schlagwortsuche zu machen und digitale Grundbildung beispielsweise wähle oder das den mit Filtern Deutsch wähle, komme ich auch zu diesen Materialien und kann das genauso finden. Ich werde es auf jeden Fall in meiner Präsentation reparieren, dass da ist irgendein Hoppala passiert, weil das haben wir nämlich im Redaktionsteam gemeinsam erstellt und zusammengestellt. Und da ist ein bisschen was durcheinander gegangen. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ich habe auch noch von der Kollegin Stockreiter, die für Deutsch und Geschichte zuständig ist, dieses Video mit Arbeitsblatt bekommen. Ich versuche es noch einmal, vielleicht ist jetzt der richtige. Ja, da ist jetzt der richtige Link da. Also da gibt es eine Plattform, die heißt 45 Minuten und da hat man eben ein ganzes Unterrichtsszenario zusammengestellt und kann hier direkt diesen Link an die Schüler weitergeben und haben eben das Arbeitsblatt und das zugehörige Video auf einer Seite. Auch eine sehr praktische Angelegenheit, würde ich meinen. Und
Da findet man ganz viele solche Schmankerl, die ich ja sicher nicht alle gleich jetzt in der kurzen Zeit herzeigen kann. Eines vielleicht noch, was jetzt auch mit den Lockdowns interessant wird, ist vielleicht auch diese Möglichkeit, also Märchengeschichtenerzähler direkt als Video zu konsumieren. Und da gibt es zum Beispiel diese Geschichtenerzählerin, die Frau Edermeier, die das wirklich sehr nett bringt und teilweise auch Arbeitsblätter dazu anbietet, damit die Kinder das dann auch noch didaktisch verwerten können. Die letzte Schmankerlfolie habe ich auch noch für Sie. Da gibt es jetzt eine Übersicht, was sonst noch alles empfehlenswert ist. Wir haben ganz viele Videos von Matago, die eher für die Sek 2, für die Vorbereitung in Mathematik auf die Reifeprüfung zum Einsatz kommen. Und wir haben auch von der Uni Wien alles, was von Mathematik macht Freunde, verfügbar ist. Da gibt es Erklärvideos, da gibt es Arbeitsblätter und Quizzes, Tests, die man eben verwerten kann. Das Flink in Mathe haben Sie gestern vielleicht gesehen. Das ist auch eingepflegt. Das sind GeoGebra-Bücher, die speziell für diese ersten und zweiten Klassen, in denen jetzt die neuen Geräte verfügbar sind, konzipiert sind, damit Kinder da ihren individuellen Tempo an dem lehrplanbezogenen Materialien arbeiten können. Man braucht es nur als Suchbegriff eingeben und sie kommen direkt auf diese Funde sozusagen, die Sie verwenden können. Dann gibt es das interaktive Schulbuch Schubu, das für Deutsch, Biologie, Physik schon und Geografie schon Materialien bereitstellt. Das sind einzelne Seiten wirklich mit Lehrplanbezug eingepflegt, die man dann als Begleitung verwenden kann. Und die Erklärvideos für Flip Classroom würden Sie auch finden, wenn Sie in den Gegenständen, wenn Sie bei den Filtern die Gegenstände und Video eingeben, vielleicht auch noch Erklärvideo als Suchbegriff oder Flipped Classroom eben als Suchbegriff eingeben, dann kommen Sie auch auf sehr viele gut zusammengestellte Erklärvideos. Natürlich haben wir die Materialien von Ö1 Macht Schule drinnen, aber auch von Planetschule, die sehr fundierte Unterrichtsszenarien haben. Da haben wir auch darauf geachtet, dass wir nur jene Sachen, die eben allgemein verwendbar sind, wo eben der Deutschlandbezug nicht so hervorsticht, dass wir das einpflegen. Lehrer Online ist auf derselben Ebene. Auch da haben wir eine Kooperation. Und wir achten darauf, dass wir hier auch Materialien, die eben allgemein verwendbar sind, nicht nur in Deutschland verwenden können. Für die Informatiker Easy4Me ist drinnen mit all den Arbeitsblättern und Lösungsblättern. Die Lösungen kann man allerdings nur sehen, wenn man als Lehrer eingeloggt ist. Aber sonst ist es frei zugänglich für die Arbeitsblätter. Wir haben natürlich von den Verlagen ganz viel Material drinnen. Also da sind wir wirklich mit allen Schulbuchverlagen auch in Kontakt. Und wir werden das jetzt anreichern für die Sekundarstufe 2. Ich habe auch schon erwähnt, dass wir hier rund um Weihnachten und Advent sehr, sehr viele Materialien auch für die Primarstufe bereitstellen. Und bitte schauen Sie regelmäßig hinein, vielleicht auch in die aktuellen Themen. Ich denke, ich habe Sie jetzt mit ganz vielen Dingen befeuert. Ich hoffe, dass es ein Überblick war, wo Sie ein bisschen den Eindruck bekommen haben, was es alles gibt, wo Sie auch ein bisschen Gusto bekommen haben. Und ich stehe natürlich für Fragen gerne zur Verfügung, falls es welche gibt. Margit, vielen herzlichen Dank. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal etwas auf den Punkt bringen, weil das vielleicht nicht allen klar ist. Was wir jetzt in den letzten Monaten geschafft haben,
ist, dass wir technische Lösungen entwickelt haben, dass Aufgabenstellungen, Materialien aus der Edothek, bei den ITAPAS, die Digicom-Beispiele, allesamt online abrufbar sind, ohne Login, wie das auch schon teilweise war, die Mechanismen aber so sind, dass das mehr oder weniger, wenn das an der einen Stelle angereichert wird, automatisiert auch auf der anderen Seite rauskommt. Aber das ganz Entscheidende im Fortschritt, das ist sozusagen für die Lernplattformen, LMS, Eduvisual, MS Teams und letztendlich auch den Pods, hier diese Verlinkungen kombiniert mit dem Login funktionieren. Und das hat einen essentiellen Vorteil. Ich kann nämlich, je nachdem, mit welcher Lernplattform ich arbeite, dann die Daten und den Fortschritt der Schüler speichern. Das heißt, ich kann diese Materialien aktivieren und ich weiß, wenn ich später einsteige, wo ich dann fortfahre. Das ist natürlich von der Systematik in jeder Lernplattform etwas anders, aber es gibt hier jetzt schon die unterschiedlichsten Einstiegspunkte. Und selbst wenn man sagt, naja, ich bin jetzt der Google-Schule, dann geht das auch, weil eine Website-Variante ermöglicht, dass man sozusagen wieder in Kombination mit Eduvisual in dem Fall die Aufgaben bearbeiten kann und den Zwischenstand speichert. Und das ist das, was wir unter Lernprozessbegleitung verstehen, wo man dann immer wieder an dieser Stelle aufsetzen kann. Ja. Und das ist schon was ganz Großes, nämlich unter dem Aspekt, dass wir so viele unterschiedliche Technologien in Österreich verwenden und auch gerne zulassen, also auch diese Vielfalt. Das wollte ich nochmal irgendwie Ja. Vielen dokumentiert Dank, wissen. Andreas, und vielen Dank auch an die Zuhörer, die tolles Feedback in den Chat schreiben. Dankeschön und einfach das jetzt als irgendwie Inspiration zu verwenden, sich ein bisschen umzusehen. Da wären wir als Redaktionsteam sehr dankbar, wenn das jetzt auch gelungen ist. Vielen Dank fürs Zuhören und ich glaube, wir sind schon.